Der Umbruch in Frankfurt läuft und verantwortlich ist dafür ein Mann, er nennt sich Gerold Steiner. Es geht weiter in der FSV Frankfurt-Karriere, das erste Spiel steht an und das war gar nicht so einfach und auch gar nicht so glücklich. In diesem Sinne, was passiert ist, guckt es euch an, wir sehen uns im Video. Bis gleich, Jungs. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. Gerold Steiner übernimmt in Frankfurt. Es ist Teil 2 meiner neuen Karriere. Freut mich, dass ihr einschaltet. Heute geht's darum, die Stammelf irgendwie besser zu machen mit dem Mission-Umbruch beim FSV Frankfurt. Willkommen zurück im Karrieremodus, Gentlemen. So Jungs, ganz kurzer Rewind, bevor wir jetzt in die nächste Folge starten. Ich erzähle euch mal ganz, ganz kurz, was in Folge 1 passiert ist. Wir haben erstmal die Mannschaft aktualisiert, ja? Also nicht nur die Liga ist aktualisiert mit den Auf- und Absteigern, sondern auch das Team. Aktuell, jetzt sieht genau so das Team von FSV Frankfurt in der nächsten Saison aus, wenn das Stand jetzt wäre. Ich habe alles genauso aktualisiert und wir haben die Formation geändert auf ein bisschen auf so ein 4-5-1 und 4-3-3 gemischt, so ungefähr angelehnt, so dass wir drei Mittelfeldspieler haben, LF, RF und Sturm. So ungefähr haben wir uns das Ganze vorgestellt. Ich habe mal zwischendurch auf die Transferliste ein paar Leute gescoutet, wo ich persönlich der Meinung bin, die könnten eventuell in unser Team passen. Das sind Leute aus Karlsruhe dabei, aus Freiburg, aus Hoffenheim, aus Haching, aus Gladbach, aus Stuttgart, aus Mainz. Das sind unglaublich viele Leute dabei. Viele junge Leute, die noch nicht viel Geld kosten. Wir haben natürlich nicht das allergrößte Budget, aber ich hoffe, dass sich das im Laufe dieser Folge ändern wird. Und das Vorbereitungsturnier lief inzwischen 1A, denn wir haben tatsächlich das Vorbereitungsturnier als Gruppenerster aktuell abgeschlossen und wir werden jetzt gleich das Halbfinale gegen Drogheda United spielen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sich die Mannschaft zocken lässt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es da um ganz viel Geld geht. Aktueller Stand hier ist jetzt aktuell 1,3 Millionen. Das ist natürlich noch gar nichts. Ich hoffe natürlich, dass da noch ein bisschen was dazukommt. Und natürlich kommen natürlich noch dazu, die Scout-Berichte kommen heute zurück. Die Jugend-Scouts sind unterwegs. Das kommt natürlich auch noch. Und ihr konntet natürlich Kommentare schreiben. An der Stelle natürlich vielen, vielen Dank, Jungs, für die positiven Bewertungen auf der letzten Folge und für die ganzen Kommentare. Natürlich auch heute wieder. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne einen Daumen nach oben lassen, schreibt einen Kommentar und mit dem Abonnieren-Button auf jeden Fall kein Video verpassen, Gentlemen. Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass euch die Karriere gefällt. Ich tue mein Bestes, dass das weiterhin so bleibt. So, und Gentlemen, es haben sich natürlich ein paar Spieler angesammelt, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Und ich gebe euch mal eine ganz kurze Zusammenfassung, wer da jetzt gescoutet wird gleich. Und zwar hätten wir da einmal Minos Guras vom 1. FC Saarbrücken, Terence Boyd vom Hallescher FC, Billy Cometio, das Jugendtalent vom FC Liverpool, und last but not least Matthias Steinborn vom BFC Dynamo. So, diese vier sind also jetzt auch bei mir in der Transferzentrale drin. Scouting-Berichte sind raus. Ich hoffe, dass ich im Laufe dieser Folge die Berichte schon da habe. Gucken wir mal, wie schnell wir heute sind. Natürlich auch heute wieder, wenn ihr Spielervorschläge habt, sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich über jedes Kommentar, Jungs. Vielen Dank. So, dann wären wir fast so weit durch. Aber es gibt noch eine Meldung, die ich noch vermelden darf. Gerade gestern ist das passiert und es hat meine Karriere so ein bisschen umgeworfen, aber ich habe das schon wieder hingekriegt. Denn es gibt nämlich sogar schon den ersten Neuzugang, denn Noah Awasi wurde genau punktgestern als Neuverpflichtung beim FSV Frankfurt bekannt gegeben. Der kommt aus der zweiten österreichischen Liga, dementsprechend gibt es den hier drin natürlich nicht. Also habe ich mir einen freien Spieler geholt und habe ihn halt umbenannt. Ich denke, das wird für euch okay sein, gehe ich jetzt mal in der Annahme. Also, Noah Awasi, ein weiterer Innenverteidiger für den FSV Frankfurt. So, und der kommt auch erstmal gleich in die Startaufstellung, weil der hat nämlich schon ein 60er Rating. Der kann mit Von Schröter auf jeden Fall mal in der Abwehr spielen. Das ist mal gar nicht verkehrt hier, das Projekt. So, Männer. Und damit würde ich sagen, wir legen los und es ist Heimspielzeit heute. Ja, wir spielen in der PSD Bank Arena. Das allererste Mal FSV Frankfurt gegen Drogheda United.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Mannschaft zocken lassen wird. Und vor allem, wir dürfen ja nicht vergessen, das hier ist auf Legende, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich mit der Schwierigkeit zurechtkomme, aber ich glaube, wir werden da bestimmt gleich eine Antwort drauf kriegen. Wir sehen uns gleich beim Heimspiel. Gentlemen, es ist soweit. Willkommen in Frankfurt. Es regnet im Vorbereitungsspiel, aber das soll uns auf jeden Fall nicht stören. Es ist das Halbfinale vom Vorbereitungsturnier. Und auch wenn natürlich es hier noch um nicht viel geht, ne? Da schenkt er mir den Sieg. Wir wollen natürlich gucken, dass wir hier eine gute Vorstellung abliefern, ne? Und ich muss mich an die Schwierigkeit gewöhnen. Ganz klare Kiste. Oh mein Gott, ist das ein Umstieg her von Ultimate Team auf ein 58er Team? Oh, Hilfe. Von Schröter. Ja, aber das sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. Asuak. Tschirnomut. Peters. Oh, liebe Zeit. Oh, Gottes Willen. So, da steht es nochmal eingeblendet. Awasi macht heute das Spielerdebüt. Gleich der Innenverteidiger, gleich in der Mannschaft. Ich hoffe mal, dass das auf jeden Fall gut funktionieren wird. Und der Ballbesitz bei der Schwierigkeit ist ein echtes Problem. Du merkst auf jeden Fall wirklich, dass die KI fast keine Fehler macht, spätestens ab Legende. Das ist halt echt ein Problem. Ach, den habe ich schon gehabt teilweise. Hine, Hiland, Doyle. Achtung, ja. Adeyemo und schon steht es 1-0. Ja, so schnell geht es ungefähr. Erster Angriff von denen. Einmal Abwehr überrannt und das Ding sitzt so ungefähr, habe ich mir das gedacht. Ja, dieser Pass hier, der ist natürlich Gold wert, ne? Und die spielen sich auch überhaupt nicht wie so ein 60er-Team, das Gegnerteam, ne? Also. Na. Schreiber sieht auch nicht gut aus im Tor. Na, gut. Was willst du da machen? Okay. Ist angekommen. 1-0. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier noch nicht so wirklich eine Spielidee habe. Also ich kann das noch nicht so umsetzen. Es ist natürlich echt krass, hier von Ultimate Team jetzt plötzlich auf Karriere umzusteigen, ne? Oh, bisschen Glück, Budenski. Kann ich aber nicht aufs Tor schießen. Ja, und da steht er völlig frei, Doyle. Ja, okay, abgewehrt. Reuter hat er gut gemacht. So, also ich muss gestehen, so eine richtige Torchance habe ich jetzt noch nicht gehabt, leider. Das liegt aber auch daran, dass die sich nicht nach vorne trauen teilweise. Was ich mir echt ein bisschen anders da vorgestellt habe hier bei der Taktik. So, ist gleich Halbzeit. Ja, das ist noch zu wenig. Das ist noch zu wenig. Also ich muss, wenn ich selber spiele, direkt auf schneller Umbau aufstellen. Ich meine, gut, aber dazu sind ja Testspiele da, ne? Dementsprechend, man kann ja ein bisschen rumtesten. Und ich sehe, dass Peters mit der Ausdauer überhaupt nicht klarkommt. Oje. Na gut, okay. Dann nehmen wir mal Efis rein. So, und gleichzeitig. Wem geben wir denn noch eine Chance? Kribic kam mal rein für Budenski. Fand ich auch nicht so dolle. Und Butakrit kam mal für Çınomut rein. Dann können wir die drei Offensiven mal auswechseln. Ja, also so richtig der Renner war das jetzt noch nicht, ne? Aber ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Ich brauche auf jeden Fall eine Spielidee, wie ich das Ganze hier gestalten will, ey. Boah, das ist verdammt gefährlich. Ja, und da steht es 2-0. Ey, ich habe keine Chance mit dieser Mannschaft, ne? Das ist echt brutal. Boah. Uiuiuiuiui. Irgendwie ist da noch so ziemlich der Wurm drinne. In der Simulation funktioniert es ja anscheinend, aber so an für sich ist da noch echt der Wurm drinne. Muss ich mich echt ein paar Spiele damit beschäftigen, sage ich euch auf jeden Fall jetzt schon. Krebitsch. Das ist auch viel zu unbeweglich, das Ganze. Das ist viel zu unbeweglich. Also das Training werden wir auf jeden Fall brauchen. Wir werden definitiv das Training brauchen. Guck mal, wie langsam. Oh, guck mal, wie langsam die alle sind. Oh. Vielleicht muss ich auch einfach mal versuchen, die Außenspieler hier mitzunehmen. Aber selbst das funktioniert nicht. Selbst das funktioniert noch nicht so ganz. Also. Ah, okay. Jetzt mal Glück gehabt, Reuter. Das ist alles vorne und hinten nix. Und dann steht es 3-0 Lions. Oh Mann, 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 Mann. Boah, Jungs. Also irgendwie ist das ganz schwieriges Thema hier. Das ist ja sogar die Torwartecke, ne? Das ist sogar die Torwartecke und das ist eigentlich ein Schuss. Gottes Willen, Sebastian Schreiber. Ach, Junge, Junge, Junge. Ja, so, jetzt steht's 3-0.
Guck mal, da läuft aber auch keiner, ne? Da läuft aber auch keiner. Das ist Wahnsinn. Ich muss hier wirklich um jeden Meter hier rennen und laufen. Das ist kein gutes Spiel gewesen. Das ist kein gutes Spiel gewesen. Efis. Krebic. Und das war zumindest mal ein Schuss im 16er. Aber auch das war noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Also, noch bin ich hier komplett chancenlos. Und das muss ich wirklich total hier gestehen. Das war bisher wirklich noch gar nichts. Butakrit. Ja. Und der Schiri pfeift sogar vorher ab, bevor der Angriff vorbei ist. Also es passt wirklich 1:1. Ne? Es hat wirklich nichts geklappt. Es ist eine Katastrophe, wirklich. Es ist eine absolute Katastrophe und ja, es muss sich was ändern. Es muss sich definitiv was ändern, weil so geht das nicht weiter. Ja gut, man sieht es auch an der Statistik. Ne? Also 3:6 Schüsse aufs Tor, das ist halt nun mal zu wenig. Aber gut, ich meine, was soll ich sagen? Wir haben ja teilweise die schlechteste Mannschaft in den deutschen Ligen. Also daher, es ist kein Wunder. Und wir müssen uns nach vorne arbeiten. So, wir müssen von Folge zu Folge gehen irgendwie. Naja, als Trostpreis gibt es zumindest nochmal 350.000 fürs Erreichen vom Halbfinale. Also daher, das ist zumindest mal noch ein bisschen was. Gucken wir mal, was wir mit der Kohle irgendwie anfangen können. So, und jetzt wird's das erste Mal interessant, denn wir haben neue Nachrichten. Wir haben die ersten Abschlussberichte zu Jannis Lang, Noam König, Tim Breithaupt, Nick Woltemate, Ibrahimi Gedikli, Bobs Jens Krabak, Obutz und den Verkauf von Jake Hirst. Das ist nämlich der nächste, der auf jeden Fall geht, beziehungsweise der erste, glaube ich sogar, der geht. Der gibt nochmal 375.000 dazu. Er verlässt uns also zu Mansfield Town. Und damit wären wir Stand jetzt bei 3,5 Millionen. Und dadurch könnten wir jetzt auf jeden Fall probieren, uns irgendwie nach vorne zu hangeln. Wir gehen in die Transferzentrale und ich gucke mal, ob hier schon ein paar Kollegen dabei sind, die mir hier irgendwie gefallen könnten. Was mir hier natürlich auffällt, ist, dass die alle mit Freigabesumme gekauft werden wollen. Das ist natürlich auch ein richtiges Problem. Aber mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich aktuell auf Luis Krabak, weil ich muss nämlich gestehen, der sieht mit seinem 61er Rating gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, und Jungs, mach mal uns nichts vor, ich muss ihn mitnehmen. Ja, also wenn ich solche Spieler angeboten kriege und das für 1,3 Millionen Freigabesumme, das ist absolut in Ordnung, wie ich finde. 1000 Gehalt will er haben, das kriegt er auf jeden Fall. Also, dann wird Luis Skrabak wird der erste richtige Neuzugang beim FSV Frankfurt. Herzlich willkommen, Luis. Wie schon gesagt, 61er Rating, 18 Jahre alt, das ist ein LM. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass der dort auf jeden Fall schon mal super aufgehoben ist. Der kommt natürlich sofort in die Mannschaft hier und wird die Position erstmal vorübergehend für Beida übernehmen, der sowieso ein rechter Mittelfeldspieler war. Dementsprechend, Skrabak, der kommt definitiv erstmal gleich sofort hier rein. So, daraufhin gibt es erstmal hervorragende Jugendarbeit vom FSV Frankfurt Vorstand. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, weil das sichert schon mal irgendwie den Weg, dass wir nicht rausgeschmissen werden am Ende. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Jetzt haben wir nach dem Kauf noch 2,2 Millionen. Ich weiß nicht, ob wir da schon zuschlagen sollen oder ob wir noch warten sollen. Weil bisher muss ich sagen, Nick Woltemade und Tim Breithaupt, die sind beide zu teuer. Die sind beide zu teuer. Ich kann keine 2 Millionen hier gleich rauskloppen. Das wäre, glaube ich, richtig fatal. Ibrahimi ist Quatsch, weil ich jetzt ein LM habe. Gedikli, mal gucken, ob da noch ein besserer kommt. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich werde noch ganz kurz warten, bis die anderen Berichte da sind. So, und das trifft sich gar nicht so schlecht, denn jetzt kommen auch die anderen Berichte hier, nämlich von Eklow, von Sildila, von Göttlicher, Campanile, Gechter, Backhaus und von Arto Bolu. Ich bin mal gespannt, ob da noch was dabei ist. So, die letzten vier, die jetzt hier fehlen, das sind ja eure Vorschläge gewesen, die fehlen jetzt noch hier. Ich bin gerade hier am Gucken, was man hier so machen könnte. Ja, gut. Also ich glaube, bei Felix Göttlicher sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Also 900.000, 62er Rating, IV. Jungs, da gehe ich mal in die Verhandlung rein. So, da sind wir hier in den Verhandlungen. Also, wir bieten jetzt einfach mal 800.000.
Ja, gar kein Problem, Unterhaching. Das ist gar kein Problem, Mensch. So, Jungs, und damit Neuzugang Nummer 2, beziehungsweise Neuzugang Nummer 3, Felix Göttlicher von der Spielvereinigung Unterhaching. Genau solche Leute brauchen wir. Ich bin echt gespannt, wie der sich entwickeln wird. Herzlich willkommen, Felix, beim FSV Frankfurt. 62er Gesamtstärke, 19 Jahre alt. Das ist echt ein gutes Profil. Awasi, schade, mein Freund, tut mir leid, dass das jetzt schon wieder aus der Stammelf rausgeht, aber da muss man auch ab und zu mal Platz machen für den Kollegen. So, ich kann jetzt übrigens 2 Innenverteidiger hier auf die Transferliste setzen und ich glaube, da entscheide ich mich ganz klar für Lukas Gottwald. Und von Schröter muss ich eigentlich drin lassen, aber ich muss Costa eigentlich auch drin lassen. Boah, das ist gar nicht so einfach. Nee, komm, Costa geben wir wieder ab. Costa geben wir wieder ab und Gottwald geben wir wieder ab. Die zwei sind auf der Transferliste dann. Ja gut, und das andere Problem aktuell, das seht ihr ja auch hier, die sind alle nicht bereit, sich neu zu orientieren oder eine Freigabeklausel. Ne? Das ist echt brutal. Hier ist wirklich fast niemand dabei, der irgendwie einen Grund hat zu wechseln oder so. Ich muss noch weiter auf eure Vorschläge warten. Vielleicht ist da noch jemand dabei. Der FC Walsall gibt ein Angebot jetzt für Gottwald ab 470.000. Auch das ist auf jeden Fall Kohle, die ich definitiv mitnehmen muss. Wenn der 375.000 wert ist, da kann ich nicht Nein sagen. Das muss ich auf jeden Fall mitnehmen, gar keine Frage. So, und damit steht auch schon der Ligastart an. Gegen Altona 93. Und wir gehen natürlich erstmal in die Pressekonferenz. Guckt euch das mal an. Gerold Steiner bei Altona 93 in der Pressekonferenz. So muss das sein. FSV Frankfurt hat in der Vorbereitung gute Leistungen gezeigt. Wie wirkt sich die Aufstellung aus dem Pflichtspiel aus? Ja, ich vertraue meiner Mannschaft. Ganz, ganz klar. Gerade nach dem letzten Spiel. Ist das Team denn stark genug, einen Platz im Tabellenkeller zu verhindern? Ja, ist eigentlich noch zu früh, um darüber zu reden, ne? Das Team kann einiges, bestimmt. Das Team kann sich da unten raushalten, ja. Nach der Verpflichtung von Skrabak von Mönchengladbach sehen die Fans seinen ersten Einsatz herbei. Ja, ich nämlich auch, ey. Er wird definitiv zeigen, dass er der Richtige ist. Die Fans werden schon bald erleben, was Skrabak kann. Bitte schön, Schätzelein. So, Männer, wir gehen in die Simulation. Altona 93 gegen den FSV Frankfurt. Das erste Ligaspiel. Ich bin wirklich mal sehr, sehr gespannt. Wir gehen auf die Simulation und ich hoffe, dass das jetzt besser wird wie im letzten Spiel. Gut, ich meine, die letzte Simulation lief ja gut. Natürlich kann ich hier noch überhaupt nichts sagen, wie das Ganze laufen wird, ne? Also ich kann es noch wirklich gar nicht beschreiben. Ich kann nur beschreiben, dass es bei der Simulation beim letzten Mal wirklich super geklappt hat. Ja? Ja! Ja! Skrabak mit dem 1-0, der Neuzugang von Gladbach. Ja, Junge! Geil gemacht, Mann! Geiles Ding! Na, das nenne ich mal einen Einstieg, mein lieber Mann. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist ganz schlecht. Ja, okay. Direkt ein Konter eingefangen und 1-1 von Kotke. Ach. Ja, okay, aber weiter. Weiter. Gute Vorstellung bis jetzt. Also die Abwehr macht ihren Job eigentlich echt gut dafür, dass die so zusammengestellt wurde. Oh, Konter jetzt von uns? Nee, hat nicht geklappt. Oh, guter Pass. Boah. Und der stand im Abseits. Boah, wäre das ein geiles Tor von Skrabak gewesen. Boah, schade. Jetzt kriege ich dafür das Goal. Ach Mann, wo das mit dem 2-1 für Altona? Ach Mann, Männer. Ja, natürlich, kurz vorm Halbzeitpfiff, natürlich. Ich werde mal hier umstellen und zwar werde ich hier mal Gribic bringen, weil den fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Und Efis kam mal für Peters rein. An für sich war es ja gar nicht so verkehrt. Bloß ist halt nicht so gut gelaufen für uns bisher. Ja, über außen vielleicht mal. Ja. Ah, oh, schade. Schade. Lapré mit der Chance. Und wieder der Konter. Boah, was für ein Pass. Boah, gut gehalten von Schreiber. Also ganz ehrlich, der Schreiber gefällt mir. Hat im Live-Spiel nicht so gut ausgesehen, aber jetzt hier in der Simulation doppelt so gut bisher. Oh, ja, gut. Gerade eben sage ich es noch. Oh Mann, ich hätte einfach meine Schnauze halten sollen. Wohlers mit dem 3-1 für Altona. Ah, gut, aber den hält er wieder. Also der hat so Momente, da hält er und er hat Momente, da hält er nicht. Ist wie mein Alisson im Ultimate Team eigentlich. Es ist eigentlich dasselbe Problem wie eigentlich schon vorhin beim Vorbereitungsspiel. Es fehlt einfach die Spielidee noch.
Es fehlt so die Spielidee noch ab und an sind da echt gute Momente dabei, aber es ist noch zu wenig. Das ist noch viel zu wenig. Also wir müssen da auf jeden Fall echt gucken, dass wir vorangehen. Wir werden es auch 3-1 verlieren, so wie es anscheinend aussieht. Oder kommt da noch was? Gucken wir nochmal. Kommt da noch was? Nee, kommt nichts mehr. Also wir verlieren das Spiel gegen Altona 93 3-1. Gute erste Halbzeit gehabt, aber dafür die zweite viel zu schlecht. Und das zeigt auch wieder, wir müssen arbeiten. Wir müssen arbeiten und in den richtigen Chancen unsere Punkte holen. So Männer, aber jetzt, eure Abschlussberichte sind da zu Guras, Steinborn, Cometio und Terence Boyd. Wir gehen in die Transferzentrale und gucken uns das Ganze an. Ja gut, also was ich hier jetzt auf jeden Fall schon mal sehe, Matthias Steinborn, das ist Quatsch. So, 32 Jahre alt, wenn ich den jetzt verpflichte, hat der am Ende der Saison irgendwie 57, 56. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also daher, der wird es auf jeden Fall nicht. Cometio, auch hier wieder dasselbe Spiel, ist nicht bereit, sich neu zu orientieren. Terence Boyd, der ist 30 Jahre alt, aber hat eine 68er Bewertung. Und minus Guras, die sehen beide gut aus, aber da habe ich jetzt leider Skrabak geholt. Was man aber machen könnte, und das sehe ich jetzt gerade, man könnte Guras für den Sturm holen. Das wäre eine Idee. Oder man könnte vielleicht tatsächlich auf Terence Boyd setzen. Da ist aber das Problem, der hat Antritt und Sprintgeschwindigkeit unter 50. Das kann ich niemals spielen. Ihr müsst bedenken, ich muss damit auch spielen können irgendwie. So, Männer, was soll ich euch sagen? Die Tinte ist trocken. Ja, minus Guras vom 1. FC Saarbrücken wird uns hier unterstützen. Der wird nicht im linken Mittelfeld spielen, sondern den werde ich als Stürmer einsetzen. Ganz, ganz klar. Und dafür wird er jetzt geholt. Herzlich willkommen, Minus. Freut mich, dass du wieder da bist. Das ist also Neuzugang Nummer 4. 65er Rating, 23 Jahre alt. Das ist echt genial. Und ihr seht auch jetzt hier, wenn ich den jetzt hier vorne hier reinstelle, ne? Also ihr könnt auch auf jeden Fall sehen, da kann er auf jeden Fall spielen. Ich werde den jetzt gleich auf jeden Fall noch umtrainieren zum Stürmer und dann bleibt er auf jeden Fall vorne. Der hat 60 Schießen und 87 Tempo. Also daher, der wird definitiv vorne bleiben, zu 100%. Beziehungsweise ich werde ihn zum Mittelstürmer umfunktionieren, weil das dauert einfach nicht so lange. Heißt auch gleichzeitig, dass hier ein Stürmer gehen kann. Und ich muss tatsächlich sagen, da brauchen wir auch nicht lange drum rumreden. Peters, muss ich auch wirklich gestehen, hat mir gar nicht gefallen, auch beim Vorbereitungsspiel. Dementsprechend, das wird der Nächste sein, der auf jeden Fall gehen wird. Also, Peters kommt auf die Transferliste mit seinem 60er Rating. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Geld hinaus. So, und damit beenden wir das Ganze und ihr könnt jetzt natürlich, wenn ihr möchtet, weitere Kommentare schreiben, wen ich in dieser Mannschaft hier verpflichten soll. Und nicht vergessen, es gibt in der Infobox und in der Kommentarfunktion gibt's einen Link, wo ihr abstimmen könnt, wer der nächste Gegner sein soll, gegen den ich selber spielen soll. Und da gibt es ein paar interessante Gegner, denn wir haben nicht nur Energie Cottbus beim nächsten Mal, sondern wir haben auch gleichzeitig die Spielvereinigung Unterhaching, den BFC Dynamo und BSG Chemie Leipzig. Von den vier könnt ihr abstimmen. Ich bin sehr, sehr auf euer Ergebnis gespannt, Gentlemen. Und damit würde ich erstmal sagen, Steiners 11 steht erstmal. Ja, vielleicht kommt noch der ein oder andere dazu, je nachdem, wie es dann für uns laufen wird. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, ihr seid in der dritten Folge wieder dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn du dich aufreust, dann sehen wir uns dort wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, tschüss, ciao. Reingehauen. Auf Wiedersehen.